So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends und heute spiele ich Orianna in der Mitte und da, zu spät gestartet, da, verpennt. Egal, ich habe gerade Aufnahme gestartet und ich spiele dort gegen den LeBlanc in der Midlane und ich sage euch eins, LeBlanc wird auf mich runterscheißen, das glaubt ihr nicht, weil es ein LeBlanc ist. ja, gegen die habe ich ein Problem. Und das ist nicht gut. So, es kann aber gut sein, ich glaube, von Gegnern war eben gerade eine AFK oder so, die haben schon einen Kill da geholt. Ich mach mal hier als zweites Geld, ich meine E. Weil die LeBlanc mich nämlich jetzt gleich problematisch ins Visier nimmt. Oder auch nicht. Poke noch gar nicht. Sag mal, Maus! Nein! Did last hitting. Egal, wir gucken, was draus wird. Also heute mal Orianna mit. Ich wollte eigentlich Zed spielen, aber sind wohl gebannt. Mal wieder. Letztes Mal wurde es durch den eigenen Spieler gebannt, diesmal durch den Gegnerspieler, aber immer in etwas. Ich versuche irgendwie gerade nicht ganz so rein zu pushen, weil war mir voll cool wie ich. Da bin ich ziemlich hilflos dagegen als Orianna. Ah, den habe ich gekriegt. Danke. Ich werde mir auch auf Orianna eine Träne holen, weil ich weiß nicht, ich habe immer so übelste Probleme mit Orianna. Wenn es um Mana geht, das ist richtig ekelhaft. Und es wird immer, wenn man sich bei den Builds immer so alles anguckt, wird immer vorgeschlagen, irgendwie einfach den Gral zu nehmen oder was auch immer. Aber nie die Träne. Warum nicht? Klar, die musste stacken, aber als Orianna hast du sowieso die ganze Zeit die Kugel, wo du mit deinen Spells machst. Und ich habe am Ende immer zu wenig Mana. Irgendwie so übelste Mana-Probleme. Ich denke mal, die Tier ist not bad. Also ich nehme die einfach. Okay. Ich konzentriere mich jetzt erstmal ein bisschen aufs Farmen, weil eine nicht pokende LeBlanc ist eine gute LeBlanc. Also für mich eine gute, die du wahrscheinlich auch haben kannst. Okay, ja. Ich habe gedacht, es wird jetzt etwas böser. Wird es aber nicht. So. Wie viel farm ich denn? 28 zu 5. Okay. Dann gucke ich mal, ob ich aufholen kann wieder. Ja, verdammt. Aber ja, da hat so einen hohen Mana-Verbrauch. Ich poke jetzt nicht mehr, da versuche nicht zu poken. Ich fahre einfach. Weil gerade die Stärke von LeBlanc ist ja jetzt in der Lane halt, ne? Das ist zu poken, mich rauszudrücken, dann zu roamen. Starke Duellante in die Olle. Von den Gegnern ist der die. Okay, der ist doch da. Ist gestorben, aber. Ich gar nicht warten müssen, weil der könnte jetzt eh gar nicht hier hinkommen. Ich war gerade so easy fraß, wie die LeBlanc geht, so übelst poken können. Als ich da oben stand, hat sie nicht gemacht. Die konzentriert sich einfach nur aufs Farm, aber hey, finde ich okay. Finde ich okay. Ich bin sowieso der Late-Game-Mensch, von daher. Die hole ich mir da mal. Ich lasse sie auch mal pushen, ich farm gerne noch tun. Ja, gab's jetzt gerade echt nichts zu catchen eigentlich. Ich geh gleich back. Aber zuerst hole ich mir noch die Wave.
Na komm schon, alle Last jetzt bitte. Alle Last jetzt. Gut. So, jetzt gehe ich back. 1600 Gold. 45 Minions, 51 bis jetzt. Sieht es gut aus. Der Blanc ist aber wieder da. Die pusht. Ich teleportiere mich einfach in die Mitte gleich wieder. Und dann ist GG. So, dann das da. Und dann hätte ich gerne... Hier. Soll ich? Ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Na komm. So. Jetzt kann ich ein bisschen vermehrt poken eigentlich. Obwohl die LeBlanc wird das wahrscheinlich auch mal. Verdammt, sie wieder zurück. Immer sofort gleich die Dings machen. Ja, mal, im Prinzip sieht man schon. Hey, ich mach kein Damage an der. Ist halt der Nachteil mit der Trainer. Aber ich sollte nochmal aufdauern. Keine Ahnung, ich mag es einfach nicht. Orianna ohne Träne. Genauso wie, mit wem habe ich noch Probleme gehabt? Wen habe ich noch nicht gespielt? Mit Sona hatte ich bitte gespielt, genau. Klar, auch wenn ich hier Rod of Ages hatte. Aber irgendwie, trotzdem. Ich hatte ständig Mana-Probleme. Das habe ich sonst selten. Also, LeBlanc brauche ich zum Beispiel keine Tier oder so. LeBlanc habe ich nie Mana-Probleme. Weil ich sowieso der... Ich gehe rein, burste fertig und dann gehe ich back, weil ich einen Kill gemacht habe und dann wieder selbst low bin. Ja, ich habe gerade gemacht. Weil theoretisch hätte ich springen können, aber... Die ist auch sehr konzentriert aufs Farmen irgendwie. Ja, ich geh mal Botlane. Falls wir das machen können. Ja, kann. Oh, ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Na gut, da hab ich ja noch einen Kill gesneakt. Ganz schon, Leute, go, go. Na, okay, dann nicht. Dann nicht. Dann gehe ich wieder in Mitte und guck mal, dass ich 1250 zusammenkrieg, denn ich hole hier First Item. Da stand Pinko drin, ja, zu spät. Bin ich vorbeigelaufen. Yeah, ich krieg die Minions. Sieht gut aus. 78 bei 10 Minuten ist okay. Obwohl ich einmal roam war. Schade. Ja, ich mach vorsichtshalber meistens immer die Kugel auf mich. Damit, Dings... Oh Gott, die Dings ist weg. Ich habe ihn aber, ja, da bin ich ja gewarnt. Schade. Komme ich da noch ran? Ja, jetzt bin ich aber auch tot. War Pech, dass zufällig der Desync gerade noch lang ist. Obwohl, die LeBlanc hat mich vielleicht noch... Yo, Blitzcrank in der Orgie alleine gegen Midlaner und Support. Gegen Midlaner und Jungler. Jo, da war auch nicht damit noch. Ne? Das hat er, ne? 3-0-3, ja gut, kann man mal machen. Ja, aber trotzdem. Egal, ich wollte noch einen Kill haben und, sah grad gut aus. Drin hat kein Ulti mehr, wallo. Der Kill wird mir helfen. Okay, die LeBlanc... Was? Die hat schon 3? Wo hat die denn jetzt gerade 3 Kills hergerichtet? Hat die gerade eben die komplett oben eingesammelt, so nebenbei? Will. Das ist nicht gut. Ja, ich steck meine Träne ein bisschen hoch.
Und alles Weitere sehen wir dann gleich. Ich finde, Orianas im Midlane ist ein bisschen schwerfällig manchmal. Das war jetzt so klar. Was hatte ich denn geholt? Oh, die hat Rod of Ages. What? Deswegen ist sie so tanky. Nicht verarschen. Ja, ich darf gleich nochmal einen Trank schlucken. Na verdammt. Na, ich versuche die so ein bisschen beschäftigt zu halten, weil die hier auf der Lane halt entgegenpushen will, aber das kann sie halt nicht so gut. Das Rad blitzt, blitzt. Nein, da komm ich nicht ran. Warum? Der kann nochmal pingen, wenn er kommt. So zur Abwechslung. Läuft der einfach lang? Na, ich fahre mich jetzt ein bisschen hoch. Die LeBlanc kann aber zu krass poken. Ich mach der nicht, ich mach der keinen Damage. Jetzt muss ich aber raus. LeBlanc countert mich mehr oder weniger eigentlich. Orianna, finde ich, ist so ein konstanter Poker. Sag ich jetzt mal meistens. Aber bei LeBlanc lohnt sich es gerade irgendwie nicht. Oder ich sag mal so, ich sehe keine Opportunity, da irgendwas groß zu machen. Na, die hätten sonst viel Damage am Turm hier gemacht. Minions, yo. Na, schade. Ich setz mal einen Ward da rein. Und da rein. Nope, da gehe ich weg. Sind es voll in den Minion-Radius rein. Da muss ich weg. Hey, the Blanken Rod of Ages, wo gibt's denn sowas? Ärgerlich. Kann ich nicht bursten. Alter, wie viel das gezogen hat. Die hat nur QR gemacht. Schade. Ja, ich habe schon gedrückt, bevor die Ulti da gelandet ist. Ich habe schon gleich gespammt, also noch umgedacht. Jo, das war jetzt klar. Ich sag dir, gegen Blanc kann ich überhaupt nichts machen. Okay, die hat zwar auch viel Kills schon, aber trotzdem. Die hat zu viel Leben. The Rod of Ages. War aber auch ein bisschen untypisch. Was mache ich als nächstes? Hier, vielleicht. Ich mag dieses Game irgendwie. Das Game ist komisch. Das Game ist irgendwie komisch.
Der Toplaner sollte da mal treffen. Warte, wir haben einen Jungler. Oh, wir haben einen Jax Jungler, okay. Na, komm nicht ran. Hol ich mir eine Wave. Und jetzt gehe ich wieder mit. Jo. Ich war da noch gar nicht da, Leute. Ich war doch noch gar nicht da. Aber das ist bekanntlich egal. Wer braucht mich schon? Da muss ich rauswischen, sonst wäre ich jetzt gestorben. Ja, in dem Game kann ich nichts machen hier in dem Game. So, jetzt muss ich back. Weil ich nichts mehr tun kann. Aber ich kann mir ein gutes Item holen. Den unnötig großen Stab. So, was haben wir denn da? Vier Leute mit Lane. Hackerin baut einfach Full Tank. Ja, ganz vergessen, wird einfach rausgelöscht. Seit Level 12 und seit Jax. Wird Level 10. Das Game war irgendwie komisch. Hey, zum Glück habe ich ihn gerade geschildert. Aber ich konnte jetzt nichts weiter mehr machen. Kostet mich zu viel Leben. Was? Mountain Drake spawning in. Oh, der benutzt einen Bot, unser Jax. Jax schreibt also Mountain Drake spawning in so viele Sekunden. Das macht kein normaler Spieler. Das ist ein Bot. Höchstwahrscheinlich. Aber das schreibt keine Sau. Das ist irgendein Tool, was er benutzt, was er automatisch für ihn schreibt. Ja, gut, gut. Die haben mich gesehen, LeBlanc hat mich gelöscht, aber ich wollte Drachestil. Na, ging nicht. Nichts, was ich hätte tun können. Ja, der Donk macht einfach zu viel. Die hat 7-0. Ganz vergessen, kommt keiner ran. Aber es ist gut, dass ich die Träne habe, weil dann kann ich das ausbauen und dann kann ich mir ein Schild machen, falls sie wieder auf mich springt. Die Blanc hat so viele Kills, aber ich finde, ich ist trotzdem irgendwie nicht gut. Keine Ahnung, wieso. Ich spiele auch oft LeBlanc. Wenn ich im Rank-Game mitspiele, spiele ich immer LeBlanc. Und ich habe so ein paar Möglichkeiten gesehen, wo sie eigentlich schon längst hätte was machen können, wo sie nichts gemacht hat. Na schade, ist rausgeflasht. Ja, das war klar. Ja, kann ich nichts machen. Die hat so viel Leben. Ich krieg die nicht down. Die ist ein Level über mir noch. Die hat mich halt reingekickt und dann konnte ich nirgendwo hin, außer halt versuchen, irgendwie Schaden zu machen. Aus der Ulti von eben ist er rausgeflasht.
Oder kann ich hier schon... Warte, das holen. Ja, kann ich. Dann hole ich das. Hackerin, mehr Farm, was ist los? Ja, ich kann nicht pushen, das geht nicht. Schade. Wollt's mir holen? Ja, kann ich vergessen, komm. Kann ich sowas von vergessen. Die macht ein... QRW, ich bin tot. Die Rikette, glaube ich, nochmal getroffen, aber gar keine gemacht. Da geht gar nichts mehr. Ich sag's, das nächste Mal gehe ich jungeln. Hook war eigentlich ganz gut vom Blitzi. Ja, aber. Eigentlich was? Die, die hat Thunderlord, die sieht wir, what the fuck? Ja, das war kein gutes Game für Orianna. Oder für einen Orianna generell. Verdammt. Hier gab's echt nichts zu tun. War echt nichts, was ich jetzt hier groß hätte machen können. Wenn man sich so die Tode anguckt. Manche waren dämlich, aber manchen denkst du, ja, pff, geht gar nichts. Was ich jetzt noch machen kann, ist halt versuchen, ein bisschen vermehrt zu farmen, auch im Jungle. Ich nehme jetzt keine Rücksicht mehr drauf, oder? See. Das können wir mal machen. Jetzt muss gleich einer top-deffen. Aber der Tründer wird einfach diven und nicht mit drei Schlägen töten. Ich stack ein bisschen meine Dings hoch. Es war auch irgendwie nicht viel Raum für eine gute Ulti oder so, einfach weil es keine Situation gab, wo irgendwie eine gute Ulti irgendwas gerissen hätte. Ich kann mir was kaufen. Und zwar das hier. Langsam kommt die Power aber auch noch langsam. Jo, das gab True Damage. Nutzt die Gelegenheit und lad nochmal auf. Ja, gibt's wieder nichts zu tun. Eine Hackerin? Engage? Meine Minions. So,
So, ich habe auch voll gestackt. Da habe ich mich gerade noch so gerettet. Habt ihr das gesehen? Ich habe hier mein Schild gezündet, mein eigenes Schild auf mich selbst gemacht. Obwohl ich die gar nicht gesehen habe gerade. Ich bin so ganz random lang gelaufen. Ich habe überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Kette dann geflogen ist und irgendwas auf mich. Sofort Schild, Seraph hier angemacht. Und da muss ich raus. Die Kette ausgelöst, wäre ich gestorben. Die hat 11 nur. Die Kette hat mich instant gekillt. Wenn ich nicht geflasht, wäre ich gestorben. Okay. Natürlich sind die weg. Ja, natürlich haben die Baron gemacht, Leute. Was denkt ihr denn? Können wir gar nicht aufhalten, brauchen wir gar nicht hin. Gibt's nichts für uns zu tun. Das war jetzt eine gute Ulti. Na, ja, nächste Sekunde. Aber die Ulti oben, die habe ich jetzt gut getroffen. Ich kann wieder was holen. Ich gehe jetzt auf Raba dann. Schuhe ist erstmal jetzt egal. Wir sind sowieso nur in der Base. Und sind nicht viel am Laufen, denke ich. Oder am gechased sind oder keine Ahnung was. Na, ja, wir gucken, was das noch wird. Also wenn die es nicht beenden, so wie sie es gerade nicht beenden tun, irgendwie. Keine Ahnung. Kann es ja noch was werden. Na, ja, vielleicht kann ich unten noch was farmen. Hey. Da muss ich weg, die one-shotte mich, die Olle. Kann ich schon kaufen? Nein, kann ich noch nicht. Na komm, ich hol mir Schuhe. Aber die beenden auch irgendwie ja nicht. Ja, GG. Könnten ja mal beenden. Nö, wahnsinnig. Schade, mein W war gerade nicht ready. Ich darf jetzt aber nicht weiter vor, weil der drunter killt mich einfach. Kann ich gar nichts machen. Kann ich null und gar nichts machen. Ich hätte meinen Seraph anmachen können, habe ich vergessen. Ich bin kein Seraph-Spieler. Ich bin das nicht gewohnt. Da ein Schild zu haben. Ey, drunter ist schon 18. Der war erst Level 14 eben. Jo, Blitz, der hier oben. Ja, das war wieder so ein Game, weißt du, da kannst du überhaupt nichts tun. So wirklich. Da ging überhaupt nichts. Unser Jax, der ist auch irgendein Botter, der, keine Ahnung, der so ein Jungle-Timer oder so hat.
Ah, schade, die Autodeck von der Sivi hat mich noch gekillt. Ich wette aber, am Ende hatte ich jetzt eben Most Gold oder so. Na, ja, Bull Bane ist ein Kandidat, die könnte auch ein bisschen was sagen, aber. Jo, ich wollte gerade schon beenden. Hallo, was ist denn hier los? Das hat die Wayne. Die Wayne hat 10 Kills. Hey, it's not bad. Na, ja, was ist alles eingerissen? Wenn die in den nächsten 10 Minuten nicht beenden, können wir theoretisch noch was drehen, aber. Drunter ist halt eine Power, die kannst du nicht stoppen. Also jetzt nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist vorbei, finito. Da geht nichts mehr. Sammeln da noch ein bisschen Gold ein. 1700 Ferraba dann. Hauen den nächsten Drachen. Die könnten theoretisch einfach beenden. Die brauchen den Drachen gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Cooldowns sind noch so lang. Ich habe auch kein Cooldown-Reduction-Item. Auch ein bisschen Damage. Ja, da muss ein bisschen da laufen. Ich habe ihn drunter noch gekillt, mehr oder weniger, also Guardian Angel getriggert.